herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute gibt es auf jeden Fall ein Special-Video. Ihr könnt euch auf jeden Fall drauf freuen. Vielleicht erkennt ihr hier auch schon im Hintergrund, wo ich hier bin. Ich bin in Frankfurt beim WTT. Ich bin beim ersten Tag, Sonntag ist das, in der Abendsession. Heute spielt Fans & Dom gegen TuS Novgorod, deswegen bin ich heute nochmal gekommen. Aber ich werde auch nächste Woche Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag hier sein und für euch Vlogs drehen. Ich hoffe, ihr supportet das. Wenn ja, lasst gerne ein Abo da und auch ein Like. Würde mich sehr, sehr freuen und viel Spaß beim Vlog. Ah! Ich glaube, das wird so das beste Spiel heute und da freue ich mich auf jeden Fall schon besonders drauf. Ich auch. Das wird ein geiles Spiel auf jeden Fall, ja. Das war die vorletzte Weltmeisterschaft, war jetzt das Finale. Von ja. Dong gegen TuS Novgorod. Ja, genau, das Finale war das. Ja. So, wir haben jetzt 17.47 Uhr. 18 Uhr geht hier der Ball los. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Vlog. Wir sehen uns bestimmt nachher nochmal. Ciao, ciao. Kurze Prediction von mir. Ich sage, Skosch gewinnt 3-1. Heda, Prediction? 3-0 Skosch. 3-0 Skosch. Okay, viel Spaß mit den Highlights und wir sehen uns nachher nochmal. Zweites Spiel beginnt, Annette hat leider 3-0 verloren. Aber jetzt hier Lianjin Kong gegen Felix Lebrun. Auf jeden Fall sehr, sehr geiles Spiel. Ich sag, das wird ein sehr, sehr enges Spiel, sage ich auf jeden Fall. Da wird nicht klar gehen. Aber ich glaube doch, dass. Was meinst du denn? Lianjin Kong gewinnen wird. Meinst du? Ja, ich glaube, dass Lianjin Kong gewinnt. Ich sag, Alexis Lebrun gewinnt.
Aber ich sage auf jeden Fall, es ist sehr... 2 und es wird auf jeden Fall geile Ballwechsel geben. Ja, ja, geile Ballwechsel garantiert, auf jeden Fall. Ja. Also viel Spaß mit den Highlights und wir sehen uns nachher nochmal. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Liked das Video und viel Spaß mit den Highlights von Liebe Hauptsache. Vorbei, Dima 3-1 gewonnen gegen Markus Freitas, dann doch sehr souverän, die Show war sehr geil. Jetzt spielt nachher noch Panzendong gegen Groß Moregard, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Viel Spaß beim weiteren Vlog. Thank you.
bleiben kann. Auto angekommen. Fanzen Dong hat doch verdient 3-1 gegen Trost Moregard gewonnen. Ich hoffe, euch hat der erste Teil von WTT in Frankfurt gefallen. Es werden noch 4 weitere Teile folgen. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Ich fahre jetzt erstmal wieder nach Hause und ich wünsche euch viel Spaß mit den nächsten Teilen. Ciao, macht's gut. Ha ha ha!